Mein Name ist Leonie Pichler und ich bin künstlerische Leitung von Bluespots Productions, einem multimedialen Theaterensemble. Mein allererstes Geld. Ja, mein erster Nebenberuf als Schülerin war Tüten einpacken im Kaufhof zur Weihnachtszeit. Natürlich nicht. Gute Frage. Ich glaube, Sie sagen allgemein, sie macht Theater, aber so richtig verstehen wir das auch nicht. Wenn man scheitert, hat man viel Glück, weil dann hat man es versucht und man ist rausgegangen aus seiner Comfortzone und im Bestfall darf man lernen daraus und es ist kein ultimatives Ende zu scheitern, sondern ein Schritt weiter. Entschuldigung, das heißt, ich sage etwas. Ich bin Kreativpilotin 2014 geworden. Das ist wunderschön. Momentan noch ein bisschen scary auch, weil ich mich selber noch nicht so weit weg fühle. Ich war selber nur 2 Jahre Kreativpilotin und muss langsam in das Coaching reinwachsen. Aber für mich ist es gerade eine wunderschöne Stelle irgendwie zwischen, ich lerne selber sehr viel als Coach und kann trotzdem schon Wissen weitergeben. Ja, klar. Er fliegt.